Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Let's Plays zu Tonic Trouble. In der letzten Folge haben wir das Karota-Hauptquartier, oder Karota-Level heißt das einfach nur, beendet, haben dort alle Spades gesammelt und alle Spiralfedern und haben dann vom Doc die Blasrohrfähigkeit bekommen. Der wir dann auf Sachen schießen können, von der Entfernung aus. Und sollen jetzt ins nächste Level und sollen, ich hab's schon wieder vergessen, wie heißen die Dinge? Irgendwas mit, Windrad? Ich hab's vergessen. Kaum 10 Minuten, ne, 2 Minuten. Irgendwas anderes kann man schon wieder vergessen. So, und ab die Tür. Und da war mein Gegner. Jetzt kommen wir aber nicht rein, wir sind fett. Du bist fett. So. Ab ins nächste Level. Ganz lustiges Level. Ich glaube aber auch noch nicht so lang. Irgendein späteres Level. Dann kann ich mich noch erinnern. Oh, das hat mich so genervt, das Level. Wow. Hi. Mal da rein. Kein Schwein. Ah, da unten ist noch einer. Puh. Oh, Headshot. Aus der riesen Entfernung. What the fuck? Brutal. Aber da ging's da. Ne, da ging's noch nicht hin. Das war, glaube ich, erst später, gell? Ja. Ja, dann laufen wir erstmal in die Richtung. Und schauen wir mal. Das ist schon, glaube ich, ein Teil von Krux. Nee, Krux Castle ist was woanders. Ist aber auch ein Castle. Oh, jetzt geht es natürlich genau hier hin, wo ich nicht mehr stehe. Woods. Und eine Spade. Ach, damit können wir dann den Fahrstuhl sozusagen rufen. Dann gehen wir aber weiter. In diesem total komischen Castle. Weiß nicht, diese Türme erinnern mich so total an diese Klischeetürme bei einem Magier-Hexenturm. Da haben wir nochmal Munition. Ach, das ist das Teil. Das etwas andere Segelboot. Ach, stimmt, ich muss hin. Oh ne, es bewegt sich von selbst. Ich glaube, der legt. Ah, ich muss doch an diese eine Stelle hin, damit es sich überhaupt bewegt. Boah, wie soll ich mich überhaupt treffen? Ein Witz. Na, ich bewege mich einfach weiter. Einfach nicht stören lassen. Hey. Autsch. Und natürlich direkt rein. Oha. Oh, und tot. Sein, dass der immun dagegen ist? Durchaus möglich. Egal, wir ignorieren ihn mal. Weil da können wir eh mehr. Na, jetzt bin ich abgerutscht. Nein. Können wir, glaube ich, eh noch gar nicht hin. Ah, da ist eine Spade. Ah, da kommen wir, glaube ich, dann links dann später hin. Oh, ich bin runtergefallen. Vor allen Dingen glaube ich nicht, dass ich da oben springen kann. Wir probieren es einfach mal. Na, das schafft der nicht. Nope.
Dann kommen wir von der anderen Seite irgendwie hin. Spiel ist so nett, es gibt noch nicht mal ein Game Over. Kann sein, dass es eine fertigen Version dann auf einmal gibt. Durchaus möglich. Oh, war das knapp. So, hallo? Ah, der schießt nur auf mich, wenn ich das Blasrohr raus. Ah, okay, gut zu wissen. Dann. Boah, da müssen wir den ganzen Weg zurück. Bumm. Kaputt ist er. Oh. Ach, die droppen Spades. Dann müssen wir die ja alle töten. Zumindest auch die töten, die wir rankommen. Sagen wir es mal so. Wenn wir an welchen nicht rankommen, dann macht es ja auch weniger, die zu töten. Jetzt den da. Wenn mich das dann eine Spade droppt. Ach, nix. Kann man da überhaupt rein? Ey, da ist er weg. Kann man eigentlich da oben hin? Kann sein, dass wir das auch erst mit einem gewissen Upgrade machen können. So, da vorne war ja noch einer. Den werden wir jetzt auch nochmal kaputt machen. Und blapp. Hat ja diesmal keinen gedroppt. Kann sein, dass manche von denen droppen und anscheinend manche nicht. Jetzt haben wir schon fast die Hälfte und sind eigentlich nur relativ wenig rumgelaufen. Kann mich nur dann an. Ich glaube, das Level, was nach dem kommt, kann ich mich nur dran erinnern, aber sonst kenne ich die meisten Level gar nicht. Was ist denn da so laut? Wahrscheinlich das Board, oder? Warte mal. Das ist eine Plattform. Pff. Nein, wir brauchen kein Upgrade für, wir brauchen nur ein bisschen Gedankenpower. Was kann. Wir brauchen mehr aber Popcorn. Ah. Also eine Popcornmaschine wird es hier nichts. Und ich habe ja noch keine gesehen. Ihr? Ah, da können wir vielleicht von der Seite öffnen. Und dann ist auf der Seite auch eine Popcornmaschine. Das wäre natürlich durchaus möglich. Müssen wir mal schauen. Hört sich das logisch an? Ja, ist das logisch? Nö. Ein UFO. Ich sehe nirgendwo Popcorn. Hm. Aber wir müssen ja so oder so dran kommen. Weil das ja hier unser Missionsziel ist. Nein, das ist der Knopf. Achso, geht ja nicht mehr. Der ist ja schon gedrückt. Ach, da ist es. Boah, verwirrt es. Ah, diese Drehung. Ja, jetzt fangen wir wieder an. Hm, Mist. Ah, da unten ist ja auch noch eins. Oh. Ich komme mit der Drehung nicht zurecht. Ja, mhm.
Oh, das ging schon mal besser. Ja, komm, mach noch mehr 10.000 Schlüssel ein. Wow, und geschafft. Ah. Wow, das ist knapp. Mehr alles? Ja, nur dass Ed jetzt fast zu tot ist. Hm. Da müssen wir jetzt super Ed werden, um da überhaupt hochzukommen. Bestimmt kommen wir da hinten irgendwas. Schauen wir mal. Oh, lädt, lädt, lädt. Hängt. Das ist noch eine. Und tot. Nein, doch noch nicht. Hehe, so macht man das. Geht's ja noch weiter? Wo ist das denn? Ach, da muss man. Ah. Das ist dann. Man fährt dann mit dieser Plattform dann weiter. Aber wir machen erstmal das hier. Vielleicht bekommen wir dadurch dann erstmal alle. Wie heißen die Dinger jetzt nochmal? Ah, oh, da steht es bestimmt jetzt im Menü. Stock. Ja, warum kann ich das jetzt nicht machen? Wollte ich ja vorhin auch. Dann halt nicht. Boah, da sind ja voll viele Plattformen dafür. Da wieder hinbekommen. Ja, die Musik hängt echt manchmal. Ah, das ist noch so ein goldenes. Hab ich ja gar nicht gesehen. Sollen wir da überhaupt raufkommen? Boah. Das hält aber auch ganz schön lange. Oder? Das mache ich nicht als großer. Das kann man so. Das war nur Fake. Das ist gar kein Abgrund. Und blub. Hm. Die Frage, wo wir da hinkommen. Oh, Steine. Der ist bestimmt von irgendeinem noch erfasst. Bei meinem Glück. Hey, der Weg war ja voll unnötig. Können wir wieder zurück. Jetzt werden wir aber von einem erwischt. Wow, wow, wow. Wow. Da wäre fast einer von uns drauf geflogen. Ich kein Leben mehr, das ist doof. Echt, das ist fies gemacht, denkt man, oh, man fällt runter. Dabei passiert ja gar nichts. Aber Matches Level ist schon etwas komplexer. Obwohl man dann sagen muss, würde ich das Level auswendig kennen? Als Geist gar kein Problem. Oh, lass mich raten, dafür muss ich. Dafür muss ich groß und stark werden. Also Kinder, merkt euch das. Groß und stark werden. Zum Glück gibt es ja keinen Volldamage. Also ja, das ist gar kein Problem. Dann nehmen wir mal wieder ein bisschen Pop-Point-Tunes. Ein bisschen Drogen. Nein! Puh!
Ist okay. So. Versuchen wir das nochmal, bevor ich die Folge hier beende. Beziehungsweise auch diese Aufnahme. Es kann sein, dass ich bei der nächsten Aufnahmesession ein bisschen was nochmal nachspielen muss. Weil ich jetzt nicht alles gespeichert habe. So, jetzt beweg dich mal, damit wir da weiterkommen. Hihi. Hä, wie mach ich das kaputt? Ah, jetzt ist es kaputt. So, jetzt haben wir wie viel von den Dingern? 3 von 6. Graben. Den Rest von diesen Spiralfedern, geil. Nein, nicht Spiralfedern, Windräder, Gedöns. Wenn wir erst in der nächsten Folge sammeln, denn die Zeit für diese Folge ist auch schon wieder vorbei. Das war die 4. Folge unseres Let's Plays zu Tonic Trouble. Wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Life Maker over and out. Oder auch nicht. Hallo, over and out. Jetzt aber. Okay.